was man sagt, ja, unser Rohbau steht ja jetzt, die Wände sind da, wo sie sollen, es sind auch überall da, wo Fenster und Türen reinkommen, erstmal Löcher in den Wänden. Aber wir haben ja die Texturen und Materialien jetzt erstmal aus dem Starter-Content raus. Ich möchte in dem Video jetzt auch mal selber welche erstellen, auch die ich halt spezifisch extra für das Mesh erstelle oder für die Szene erstelle, die ich halt auch sehr einfach anpassen kann. Deswegen werdet ihr auch viele Texturen sehen, die halt ja entweder direkt schwarz-weiß sind oder halt sehr, sehr hell ist, dass ich die im Nachhinein über die Möglichkeiten, die mir Unreal Engine bietet, einfach auch farblich schnell anpassen kann. Das ist das jetzige Ziel. Erstmal überall neue Texturen drauf, neue Materialien erstellen. Ja. Ja, wie ihr ab und zu mal sehen würde, werde ich auch einige Ideen verwerfen. Die werde ich trotzdem drin behalten, dass ihr einfach mal sieht, was ich für Gedankengänge habe, was ich ausprobiert habe. Wie jetzt zum Beispiel beim Putz habe ich erst versucht, diese Wischtechnik reinzumachen. Hat mir am Ende dann noch nicht gefallen. Die hole ich am Ende dann halt raus und habe halt nur eine ja, einfache rauen Putz ohne irgendwelche Wischtechniken. Fand ich auch halt, da das ja eh einen sehr simplen Stil sein soll, dann doch ansprechender, wie jetzt da sehr viele Details reinzuhauen, ist glaube ich auch nicht so Sinn der Sache. Ja, dass ich halt einfach besser das Weiß von dem Weiß unterscheiden kann von dem Innenraum und Putz außen habe ich erstmal den Innenraum erstmal ja, leicht orange gefärbt, einfach dass man es besser sehen kann, wo was ist. Weil, wie gesagt, ob es jetzt ein weißer Putz ist oder eine weiße Farbe einfach nur, lässt sich auf weitere Sicht halt schwierig erkennen. Deswegen erstmal kurz orange. Später kommt dann noch eine Tapete drüber. Und auch wenn ihr das Gebäude von außen mal seht, wundert euch nicht, dass die Schatten noch nicht funktionieren. Ich habe die Szene halt noch nicht gebaked und da passieren halt solche Schattenfehler. Ja, die Engine rendert halt den Schatten dann erst vernünftig, wenn ich es sage, jetzt macht das mal vernünftig. Ich werde auch generell erstmal nur die Previews benutzen, weil es einfach mit dem Rendern schneller geht. Ich habe auch die meisten Lichter, die man halt später sehen wird, alle auf Movable gemacht, einfach, dass ich es schneller rendern kann. Später, wenn man halt tatsächlich eine spielbare Version rausrendert, muss ich das alles ändern. Ja, aber dazu machen wir dann was, wenn wir soweit sind.
Ja, und hier beim Holz sieht man halt, dass ich halt versuche, möglichst die Farben hell zu halten. Ich brauche halt eine kleine Varianz im Farbton, einfach, dass es einfach schöner aussieht. Deswegen habe ich mich für ein leichtes Braun entschieden, mit leichten unterschiedlichen Tönen. Aber wie gesagt, ich habe das halt alles hell gemacht, dass ich möglichst dann halt später alles nochmal in der Engine selbst einfach tinten kann und ein bisschen die Farbe variieren kann. Ich kann es dunkler machen, ich kann ein bisschen mehr Rot, mehr Gelb und so weiter. Ich kann es theoretisch auch blau, grün, gelb färben. Aber funktioniert halt alles besser, wenn das Material an für sich erstmal hell ist, dann lässt sich es leichter tinten. Und auch beim Holz sieht man, wie wichtig es ist halt für solche Sachen, die modular aufgebaut sind, dass halt die Texturen seamless sind, weil ich die ja in der Größe einfach anpassen kann, ohne dass es seltsam aussieht. Beim Putz ist es jetzt nicht ganz so wichtig, weil er doch sehr, sehr rau ist und sehr simpel, da kann das nicht so stark auffallen. Aber beim Holz wäre halt sowas direkt aufgefallen, wenn die Sachen nicht direkt ineinander passen. Und hier im Flur lässt sich halt schön sehen, wenn man halt ein vernünftiges Material hat, was man halt anständig nicht bearbeiten kann, was für einen Unterschied das alleine macht. Ich habe in beiden Holzern, also einmal für den Flur und für die Klassenräume, die gleichen Texturen, aber nochmal anders da bearbeitet in dem Material selbst. Ich habe das eine ein bisschen heller, ein bisschen dunkler, das andere ein bisschen dunkler, das andere ist rotiert. Und wie gesagt, das ist halt alles aus einer gleichen Textur. So hat man sich halt auch viel Speicherplatz gespart, wenn man das vernünftig aufsetzt. Und halt auch viele Arbeitsschritte. Man muss halt einmal Holz machen und das ändert man dann halt alle ansprechend, je nachdem, was man braucht. Man ist kleiner, größer, rotiert das, heller, dunkler, glänzend, matt. Alles das kann man halt, wenn man es vernünftig aufsetzt, halt auch direkt im Material ändern.